Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier bei mir bei Big G's Tintenkiste. Ja, ich liebe Füller. Ja, das wisst ihr und das weiß ich und das weiß jeder, der mit Füllern irgendwie zu tun hat. Jeder von euch wird wahrscheinlich eine große Vorliebe haben für Füller. Und für viele von uns Füllerianern ist es ja vielleicht so ein kleiner Wunsch, so ein kleiner Traum, dass man etwas hat, dass man etwas besitzt, was man nirgendwo anders bekommt. Also sprich, jeder würde sich wünschen oder könnte sich wünschen, vielleicht einen Füller zu haben, der ein Unikat ist, der vielleicht hergestellt wurde nur für einen selber. Und es gibt leider nicht sehr viele bekannte oder hochbekannte Füllermarken, die in so kleinen Stückzahlen, meistens ist es ja nur einer, bereit sind, einen speziellen Füller nur für eine bestimmte Person individuell anzufertigen. Und da finde ich, ist es immer sehr interessant, wenn man mal so links und nach rechts schaut von den ganzen Füllerfirmen, die es da so gibt auf dem Markt. Da kann man ab und zu mal etwas finden, wo man sich zwar schon ein bisschen trauen muss, ne? Also klar, bei eine Marke, die man nicht kennt, da weiß man nicht so ganz genau, kann ich der Sache vertrauen. Zumal man ja auch nicht so weiß, was kommt da auf einen zu, ne? Also Lamy, Pelikan, Visconti, Caveco, das sind alles so Markennamen, wo man immer so ein bestimmtes voraussetzendes Grundvertrauen investiert, wo man weiß, das und das könnte mich erwarten, sollte mich erwarten, ja. Aber das Problem an der Sache ist, dass es mehr oder weniger Massenware kann man überall kaufen oder an vielen Standorten kaufen. Und da bietet sich jetzt, wenn man jetzt sagt, ich würde gerne etwas haben, was nur für mich gemacht ist, ein Unikat, was sonst keiner hat. Ja, das bietet dann so zum Beispiel jemand wie hier, der nette Mann, den ich jetzt euch heute vorstellen möchte, Himmelstier, as known as Christoph Meyer. Der liebe Christoph, der ist auch vertreten in der Füllerbubble, auch mit unter dem Synonym Himmelstier. Ich blende euch mal hier gerade eben ein kleines Foto von ihm ein, damit ihr mal so sehen könnt, was das für ein sympathischer, netter Kerl ist. Ich habe einen recht hohen, eine recht hohe Kommunikation mit ihm. Also per WhatsApp, per Füllerbubble und alles, was so einem zur Verfügung steht, ne? Und im Laufe der Zeit habe ich mich mit ihm angefreundet. Er hat mir damals einen seiner ersten Füller-Selbstbauwerke zugeschickt zum Reviewen. Das habe ich auch getan. Das Zweitwerk, ne? Wenn euch das interessiert. Link mache ich in die Beschreibung hinein. Und er hat immer gesagt, das Füllermachen, das ist für mich immer so eine Art Hobby. Ja, also er hat jetzt nie irgendwie vorgehabt, daraus eine Marke zu machen oder damit irgendwie Geld zu verdienen oder so, oder es ist für ihn ein Hobby, es macht ihm Spaß. Und da habe ich aber gesagt, hier, pass mal auf, ich finde deine Füller so richtig toll, so richtig, richtig gut, ja. Und ab und zu hat er mir mal einen Füller zugeschickt, den ich mal ausprobieren konnte. Ja, ich habe dann ja einen Füller von ihm bekommen, einen Füllerbausatz. Hier zum Beispiel der Gerhard Liebenstein München. Ja, den hat er sich damals gemacht aus Zebrano-Holz und den fand ich vom Design her und vom Gefühl in der Hand so toll, dass ich gesagt habe, ich würde gerne einen eigenen haben. Und dann hat natürlich die Christoph gesagt, pass auf, ich mach dir mal einen aus dem Holz, den du dir wünschst. Also sprich, einmal hier das schöne Schlangenholz und Ebenholz als Kappe. Ja, mit dem schönen Clip dabei. Ja, sieht nicht unbedingt so stylisch aus. Kommt halt eben darauf an, ob man eher ein klassischer Füllermensch ist oder es doch mit moderneren Designs eher zu tun hat. Ja, auf jeden Fall liegt er sehr, sehr gut in der Hand. Habe ich auch schon ein Review gemacht. Ja, das Video mache ich auch gerne in die Beschreibung. Und dann habe ich gesagt, ich hätte gern einen weiteren Füller von dir. Wieder mit derselben Holzkombination. Und dann hat er mir einen weiteren Bausatz gemacht, auch wieder von Gerhard Liebensteiner oder Liebensteiner. Den Modellnamen habe ich jetzt leider vergessen, einfach weil ich
Das ist so eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen. Und ich mit meiner Dyskalkulie ist nicht so mein Ding. Auf jeden Fall von der Verarbeitung her auch ziemlich gut, muss ich sagen. Auch hier das Design ist natürlich Geschmackssache. Ich find's toll, ich find's schön, weil es mal was anderes ist, ja. Also immer nur diese typischen Füllerformen hier mit aufsteckbarer Kappe. Ja, ist natürlich jetzt nichts zum Aufstecken oder so. Ist aber auch nicht schlimm. Das ist so ein typischer Füller, wo ich jetzt sagen würde, ah, mit dem kann man gut unterschreiben. Ja, habe ich hier geordert mit einer Schmidt-Feder in Federstärke B. Und dann fing er schon an, zu seiner eigenen Füller herzustellen, so aus eigenen Ideen kann man sagen, ja. So, dann hat er mir dann mal so zwei Füller zugeschickt gehabt, ja. Einmal hier den Himmelsstier Roter Drache. Roter Drache, weil wir hier dieses schöne rote Yuma Snake oder Yuma Dragon Material haben, ja, was auch im Moment so ein bisschen hip ist unter Füllerianern, weil es halt eben so diese schöne Schlangenhautstruktur hat. Wirklich sehr schön. Ja, hier mit einer Kappe aus weißem Tusk. Ja, Tusk ist ein Elfenbeinersatz, ne? Also natürlich, niemand möchte die armen Elefanten umbringen, um aus ihnen schöne Füller herzustellen. Ja, wir alle, wir mögen Tiere, bestimmt, ne? Ich auch. Und dennoch, das Material ist schön. Und da hat man dann einen synthetischen Stoff entwickelt, einen Kunststoff entwickelt. Das ist hier dieses Tusk. Ja, daraus werden zum Beispiel auch statt Knochensättel macht man daraus hier Sättel für Gitarren. Ja. Also da habe ich schon so ein bisschen Ahnung von, ne? Ich als Gitarrist. Und das ist jetzt hier noch so ein Exemplar ohne das Himmelsstier-Logo. Ja, er hat dann quasi nachgeliefert mit einem weiteren quasi baugleichen Modell. Ja, nämlich, ja, ihr seht es hier so von der Aufmachung her eigentlich identisch. Ja, das ist jetzt hier das Modell Drachenkaiser. Ja, also hier das Modell Roter Drache, weil man sieht es hier, weil der Füller rot ist. Und hier das Modell Drachenkaiser. Man beachtet die schöne Maserung im Kunststoff, in diesem Yuma Snake. Ja, das gleiche als also Kappenband hier oben quasi, in dem gleichen Material. Ja, mit einem Himmelsstier-Logo in Gold, ohne irgendwelche Verzierungen drumherum, ja. Bei diesem Modell hat er auch zumindest teilweise zurückgegriffen auf einen Bausatz. Ja, also sprich hier der Clip, hier dazu das Kappenband, die Bockfeder natürlich, klar. Das ist eine 250er Bicolor Stahlfeder in Medium. Und hier diese Sektion ist aufschraubbar, ein Konverterfüller quasi, ein Patronenfüller, wird geliefert mit einem Konverter von Schmidt. Der passt hier sehr gut rein, ist qualitativ auch sehr, sehr gut, muss ich sagen, ja. Und ist schon ein toller Füller. Ich habe den auch schon mal benutzt gehabt. Wenn man so ein bisschen penibel ist, muss man so ein bisschen schrauben, bis man die beste Kombination hier hat. Ja, also hier zum Beispiel, das ist jetzt so wieder, ja, jetzt passt es wieder. Ja, und dann habe ich ihm gesagt, hier, pass mal auf, ich würde gerne mal auch aus so einem Material meinen eigenen Füller hergestellt bekommen von dir. Ja, und zwar aus blauem Yuma, blauem Snake Dragon Yuma. Und dann hat er mir auch einen gemacht. Den hat er mir dann quasi geliefert hier in dieser schicken, wunderschönen Schatulle von Paper Blanks. Das ist jetzt hier die Jules Verne, die Jules Verne Edition. Dazu gibt es auch ein passendes Notizbuch. Das sieht dann halt eben so aus, ja. Also ein richtig schickes Ding. Mit hier hinten so einer Klappe, wo man das Buch hier so aufschlagen kann. Echt nice, muss ich sagen. Ja.
Und dann hat er mir halt eben einen Füller hergestellt nach meinen Wünschen. Wer meinen Kanal verfolgt, der hat es bestimmt auch schon gesehen in, also in der Community oder auch in der Füllerbubble. Da habe ich Bilder davon gepostet, habe das dann eben so geliefert bekommen mit einer direkten Karte, Modellkarte quasi, Herstellungskarte vom lieben Christoph, ja, Himmelstier, handgefertigt für Georgios, also ich. Georgios ist mein Vorname, mein richtiger Vorname, aber ich nenne mich immer überall George, weil es einfacher ist. Modellname Big Cheese, blauer Drache und Herstellungsdatum, Unterschrift vom Christoph dazu, ja, passt. Und dann ist das das Modell, was er für mich gemacht hat. Ja, so. Und das ist jetzt so eine richtige typische Sonderanfertigung. Ja, also da sind abgesehen von der Feder und von dem Clip ist hier eigentlich nichts an dem Füller dran, wo jetzt Standardmaße hat, beziehungsweise aus Serienproduktion ist, aus Massenproduktion. Denn einmal hier habe ich hier dieses silberne Logo von ihm drinne mit einem kleinen Ring aus Sterling Silber. Ja, ich hätte den Füller auch ordern können, auch ohne Clip. Mit fand ich besser, weil ich das immer mal so ganz gerne so ans Hemd heften möchte und da passt es sehr gut. Das Schöne ist an dem Füller, dass er eine Kappe hat mit Magnetmechanismus. Also ähnlich wie bei einem ja, Visconti Homo sapiens, die neuere Version oder auch ein Pineda Avatar. Ja, also ganz einfach, hält auch sehr gut, muss ich sagen. Und ein Material hat er hier verbaut. Einmal hier dieses Dragon, Blue Dragon Snake, also dieses Blue. Moment, ich muss es vorlesen. Ich habe es mir ja wieder aufgeschrieben. Body und Kappe aus Yuma, Blue Snake. Die Enden der Kappe und des Bodies. Ja, also auch mit dem Griffstück. Also hier das schwarze Ende und auch das Griffstück sind aus schwarzem Ebonit. An Feder hat er mir verbaut, ich versuche es mal ein bisschen näher zu zeigen, eine 380, also eine Nummer 380 Bockfeder aus Titan, matt lackiert oder matt gefertigt. Ich fänd's ehrlich gesagt besser, wenn sie schön glänzend wäre, weil hier sich doch recht gut die Tinte also absammelt oder festsetzt. Aber wirklich schlimm ist das jetzt nicht, ja. Und ein Tintenleiter aus Ebonit, ne? Dieses Low Profiling Ebonit, ne? Tintenleiter. Relativ saftig, muss ich sagen. Und was ich an dem Füller so toll finde, beziehungsweise an der Feder, ich habe ihn als Sonderkundenwunsch habe ich ihm gesagt, ich hätte gerne einen Füller, der sich ähnlich anfühlt wie mein M1000. Mache ich hier ein bisschen zurück. Zoom, genau. Ja. Also habe ich ihm dann meinen M1000 zugeschickt und habe ihm gesagt, mache mir einen Füller, der sich ähnlich beim Schreiben verhält, anfühlt wie mein heißgeliebter M1000. Und das hat er dann auch getan. Ja. Das war auch der Grund, warum er dann auch gesagt hat, hier, ich biete dir an eine Bockfeder, eine 380er Bockfeder, weil die so von der Größe her relativ groß ist und sich auch beim Schreiben sehr ähnlich verhält wie die Goldfeder, wie die 18 Karat Goldfeder vom Pelikan M800. Ja, so von den Maßen her am Griffstück hat er sich auch so ein bisschen orientiert am M1000. Ja, ich hatte ihn den Füller zugeschickt zum Abmessen, habe gesagt, ja, mach ruhig ein bisschen Variation hinein, kann nicht schaden. Aber damit ich ein Schreibgefühl habe, mit dem ich quasi vertraut bin, ja, so. Und ich muss sagen, das ist ihm sehr, sehr gut gelungen. Ja, der Füller ist, der ist richtig cool. Ich lese mal weiter hier vor, was er hier geschrieben hat. Bock 380 Triple Titan im Medium. Ebonite Tintenleiter, Magnet am Body. Das ist ein Neodym-Ringmagnet. Ja, also ein Supermagnet.
Und als Gegenstück dafür hat er einen Draht, einen Stahldraht hier eingebaut in die Kappe. Ja. Ich muss sagen, dieser Prozess hat ihn viel Kraft, viel Nerven gekostet, weil ich ihn quasi mit diesem Auftrag, mit diesem Sonderwunsch etwas abverlangt habe, sich weiterzuentwickeln und ein bisschen wegzukommen, ja, von diesen Fertigbausätzen und so weiter, ja, die auch völlig in Ordnung sind, ja, sind im Endeffekt auch günstiger herzustellen für ihn, als halt jetzt eben sowas, wo er alles, also wo er quasi alle Teile selbst herstellen muss, ja. Aber ich finde, er hat diese Aufgabe sehr, sehr gut gelöst. Ich habe ihm sehr, sehr viel Zeit dafür gegeben. Ich habe ihn in keinster Weise unter Druck gesetzt. Ich habe ihn einfach mal machen lassen. Ja, er hat mich permanent in den Herstellungsprozess mit eingebunden, hat mich immer informiert, hat mir Bilder geschickt und so. Ich konnte ihm sagen, hier, das hätte ich gerne so und so. Ja, und am Ende ist dann halt eben dieser wunderbare, wunderschöne Füller herausgekommen. Der Himmelsstier, Big Cheese, blauer Drache. Ja, auch hier ein Konverterfüller. Wie man hier sieht, der Konverter ist so gut wie leer. Ich hoffe, für das kleine Schreibbeispiel reicht das aber noch. Ja, der ist sehr saftig, ne? Weil ist halt Ebonit-Tintenleiter. Und da muss ich mal gucken, ob ich aus dem Füller noch herausholen kann, ja? So, und da ihr ja alle wisst, dass meine Freundin sich gerne mal so meine Füller klaut, habe ich ihr gesagt, hier, pass auf, bevor du mir meinen Füller schon wieder klaust, lass dir doch einfach mal einen eigenen herstellen. Tja, und das hat sie dann auch gemacht. Dann kam dann nach kurzer Zeit, kam dann dieses weitere, ja, Kästelchen auch wieder von Jules Verne, weil sie diese Farbe, sie findet diese Farbe, dieses Türkis wunderschön. Sie ist ein riesengroßer Fan von Türkis. Ja, und welche Farbe als sonst Türkis soll dann auch der Füller haben, den sie sich bestellt hat? Ja, hier wieder mit einer Karte dabei. Ja, handgefertigt für Steffi, das ist meine Freundin. Das Modell hat sie genannt Polardrache. Also es hat einige Tage gedauert, bis sie sich auf einen Namen einigen konnte, auf einen Modellnamen. Auch hier wieder Herstellungsdatum und eine kleine Unterschrift vom Christoph mit dazu. Ja, sehr professionell, sehr gut. In einem schönen, passenden Bettlein. Hier aus Blue Lagoon oder Lagoon Blue, Snake, Yuma, also richtig geil. Und hat sie ihn so handfertigen lassen, wie sie ihn gerne hätte. Ja, also auch hier mit einer Kappe, mit einem Kappenband, hier nicht aus Ebonit, sondern aus so schwarzem Yuma. Und hier auch wieder mit einem Sterling-Silberring drinne, sieht sehr, sehr schick aus, ja. Ist leider jetzt in dem Falle keine Kappe zum Herausstecken, so wie jetzt bei meiner Sonderanfertigung. In diesem Füller steckt jetzt ein bisschen mehr Serienfertigung drinne, also in Bezug auf Teile, auf Füllerbausatzteile. Ja, dann hat sie sich gewünscht eine Stahlfeder, damit das zu dem Namen Polardrache, also eher eisig, also im eisigen Thema bleibt, eine blanke Stahlfeder quasi, ohne irgendwelchen Schnickschnack dabei, eine matte Sektion hier, ein matter Griff und hier auch wieder zum Abschrauben mit einem Konverter dabei, mit einem passenden Konverter dabei. Hier auch wieder von Schmidt. Und ich muss sagen, das Teil hier, Moment, ich zoome mal wieder raus. Das Teil hier, das wiegt schon so ein bisschen was, ne? Also insgesamt muss ich sagen, ist der Füller sehr, sehr gut gelungen. Ja, so kleine Fertigungsunterschiede sieht man auch vor allem hier darin, daran sieht man auch, das ist handgemacht. Ja, die Art und Weise, wie er jetzt hier den Polardrachen hier links im Bild quasi poliert oder geschliffen hat, mit ein bisschen mehr Rundung am Ende, ja, wo er die anderen beiden Exemplare doch ein bisschen eckiger gehalten hat, ja. Finde ich aber ehrlich gesagt
schöner. So wie das jetzt hier gemacht hat, so mit dieser Abrundung. Sieht schön smooth aus. Gefällt mir sehr gut. Ja, und Zoom raus, wunderbar. Und als die Frau den sich ausgepackt hat, war sie völlig hin und weg, muss ich sagen. Gut für mich, das heißt, ein Füller weniger, den sie mir wegnehmen kann, umso besser. Ja, okay. Wie schreiben denn die Dinger? Ja, zeige ich gerne mal so ein bisschen. Ich fange mal hier mit dem da hier an. Das ist der... Muss ich jetzt wieder hier herunterzoomen? Moment, ich mache mal hier ein bisschen tiefer. So, also. Das hier, das ist der Himmelsstier Polardrache mit einer 250er Bockfeder in Federstärke B. Ja, Stahl, klar. Als Tinte habe ich hier drinne, das hat sie sich gewünscht, war klar. Da ja mein Polar, habe ich mich verschrieben, Polar Glow. Ja, vom Tintenfluss her ist die Feder auch in Ordnung. Ja, sie schreibt auch sehr, 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 sehr sanft, muss ich sagen, sehr smooth. Könnte ein bisschen mehr Flow haben. Ja, also man sieht es ja hier gerade am Anfang, dass es hier so ein bisschen Probleme gemacht hat. Ja, es kann aber auch an der Tinte liegen. Ja, das ist eine Schientinte und da kann es sein, dass die, wenn die jetzt ein, zwei Tage lang nicht benutzt wurde, dass zumindest der Schieneneffekt hier vorne am Iridiumkorn sich ein bisschen festgesetzt hat. Ist nichts Schlimmes, ja. So, und ein kleines Schreibbeispiel. Ja. Oder um das mal gleichzusetzen im Vergleich jetzt mit meinem, ja, mit meinem blauen Drachen. Ja. Das wäre dann das Modell Himmelsstier Big Cheese Blauer Drache. Ja, mit einer 380er Bock Titanfeder in der Federstärke M. Tinte ist. Wen wundert es? Pilot Iroshi Zuko, die Nachbarn sind ganz schön laut gerade, muss ich sagen. Con Peggy. Ruhe da draußen! Ja. Immer das gleiche mit den Leuten hier. Ja, was Tintenflow angeht oder Tintenfluss angeht, Tintenflow. Sehr saftig, muss ich sagen. Sehr, sehr saftig. Ja. Ja. Kleines Schreibbeispiel auch hier. Ja, und ich
muss sagen, für eine Medium-Feder schreibt diese Titan-Feder sehr saftig, sehr, sehr, sehr ergiebig. Was heißt sehr ergiebig? Eigentlich ein bisschen mehr verschwenderisch. Es gibt ja viele Menschen, die mögen das, ja, wenn ein Füller mit Tinte nicht geizt. Das finde ich auch ziemlich geil, muss ich sagen. Es könnte aber auch am Evonit-Tintenleiter liegen oder auch die Kombination aus beidem, weil, und das ist das Schöne an dieser Feder, ich habe ja gesagt, sie verhält sich ähnlich wie die Goldfeder von meinem Pelikan M1000. Also ist auch relativ soft, relativ weich. Ich werde den Quatsch jetzt nicht nochmal machen mit meinem Pelikan M1000, weil sonst muss ich das schöne Stück wieder nach Österreich schicken zum Nip-Doktor, ja. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ja, so. Und einen kleinen Größenvergleich zeige ich euch auch einmal. Ja, so. Einmal hier im Vergleich. Ich fange mal mit den Bausatzfüllern an. Der Gerhard Liebensteiner München, so hieß das Modell, München. Ja, ein bisschen in die Mitte rücken, genau, so. Dann hier das Modell, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Hier der Himmelsstier Red Dragon. Himmelsstier Drachenkaiser. Himmelsstier Polardrache. Und hier the best of the best überhaupt. Eine Meisterleistung. Also muss ich sagen, eine richtige, echte Meisterleistung von Christoph. Ja, ich konnte meine Begeisterung nicht im Zaun halten, habe ihn, also wenn er hier leibhaftig vor mir wäre, ich hätte ihn umarmt, und wenn er Pech gehabt hätte und nicht schnell genug gewesen wäre, hätte ich ihm auch Küsschen auf die Backe gegeben, gell? Also das, was der Junge echt drauf hat, das ist fantastisch. Also eine richtige Meisterleistung, auch wenn es ihm viel Kraft und viel Nerven gekostet hat, aber am Ende hat er doch ein richtiges Meisterwerk, wie ich finde, geschaffen, und richtig geile Sache. Also ein individueller Füller, den es so nirgendwo anders ergibt. Ja, so, und dann zeige ich auch gerne mal ein paar andere Vergleiche. Komm her. Komm her, du dicke Hummel, komm her, du. Hummel, den Begriff Hummel hat er ja bekommen von einigen von euch, nicht wahr? Ja, ist aber auch in Ordnung. Spaß muss sein. So, dann mache ich das mal so quer, damit man den Unterschied besser erkennen kann. So, welchen nehme ich denn dann? Ach, ich nehme einfach mal so ein paar von mir. Also einmal hier meinen, den Himmelstier Blue Dragon. Dann nehme ich den von der Frau. Ja, den Polardrachen. Ich setze mal den M1000 mit dazu. Und wenn ihr jetzt anruft und jetzt bestellt, dann bekommt ihr gratis. Nee, sind wir hier nicht im Fernsehen. Machen wir noch ein paar andere Füller mit dazu. Als Standardgrößenfüller noch einen Twisby Eco. Einen Pelikan M200. Und muss in der Referenz immer mit dabei sein, der Caveco AC Sport. Ja, also man sieht, doch schon ein richtiger Brummer. Ne? Alle beide sind schöne Brummer. Und da ihr ja auch gerne die Federvergleiche sehen wollt, bekommt ihr den auch. Die beiden Himmelstiere hier. Der Pelikan M1000. Mit der fantastischen, riesigen Feder. Ach, ich liebe ihn. Der Twisby Eco. Der Pelikan M200. Und der... wer heißt der nochmal? Hier, Caveco AC Sport. Ja? Ein schönes Bild von schönen Füllern. So. Ich denke, an Größenvergleichen genügt das jetzt auch schon, nicht wahr?
Und muss ich die Kappen suchen. Ja, was kann ich großartig noch sagen, noch berichten über den lieben Christoph und seine wunderbaren Füller? Mir fällt er jetzt ehrlich gesagt jetzt nichts mehr ein. Einmal hier, dann hier, dann hier. Der Christoph, der ist ja erreichbar am besten per E-Mail. Wer von euch in der Füllerbubble ist und ihn anschreiben mag, ja, also er hat mir jetzt gesagt, er ist jetzt schon von ein paar Leuten angeschrieben worden, die sich von ihm einen Füller herstellen lassen wollen. Ich finde es echt klasse, dass das jetzt so ein bisschen so bekannter wird und er ein bisschen beliebter wird. Ja, hier die Füller müssen ein bisschen gerichtet werden, damit er schöner ist fürs Auge. Gell, he, she, it, das Auge isst mit. Oder so. Spaß muss sein, ihr wisst das doch. Ja, so als Endbild jetzt quasi. Und darf auch nicht fehlen, die Himmelstierkarte dazu. Ja, vielleicht mit der E-Mail-Adresse, wobei die schreibe ich euch hin, unten in die Beschreibung mit hinein. Ja. Ja, also wie gesagt, wer davon träumt, einen individuell hergestellten Füller sich herstellen zu lassen, den es nur ein einziges Mal gibt und nur für denjenigen, der den Auftrag gegeben hat, der ist bei jemandem wie Christoph Meyer bei Himmelstier, finde ich, sehr genau richtig. Ja, ich bin von diesen Füllern total begeistert. Total begeistert. Ich muss sagen, dass ich im Moment den blauen Drachen sogar lieber benutze als den M1000. Und das heißt schon was. Ja, weil er so viel, da ist so viel Tolles dran, einfach dieses, das ist so einfach, das ist, ja, und ja, ihr merkt, was ich meine, das geht so viel schneller, das ist unfassbar. Ich finde das genial. Und diese tolle Feder mit dazu, ich liebe ihn. Also, das wird auch nicht, sage ich auch ganz ehrlich, also wird nicht der letzte sein, den ich mir vom Christoph habe bauen lassen. Ja, also wie gesagt, wenn ihr auch einen individuell für euch gefertigten Füller haben wollt, schreibt ihn an, der berät euch gerne, der hält euch auch während des Herstellungsprozesses immer auf dem Laufenden, der sucht auch den Kontakt zu euch, das ist eine richtig tolle Sache, sehr, sehr sympathischer Typ, ihr könnt auch gerne mit ihm telefonieren. Richtig geile Sache. Also leider wohnt er in Niedersachsen, in der Nähe vom Pelikanwerk. Das ist doch schon ein Stückchen weit weg von mir. Ich habe ihm schon gesagt, sobald Corona vorbei ist, werde ich ihn besuchen kommen und mal vielleicht so ein kleines Interview führen von ihm, über ihn. Und damit ihr auch ein bisschen mehr von ihm erfahrt, so was er für ein Typ ist. Ne? Also richtig, richtig geil. Okay, Freunde, bevor ich jetzt hier anfange, mich zu verlieben, sage ich jetzt mal vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Habt ihr Fragen an mich, dann bitte in die Kommentare schreiben. Habt ihr Fragen an den lieben Christopher, dann schreibt ihn gerne eine E-Mail. Adresse ist in der Beschreibung unten drinne. Ansonsten, ja, wünsche ich euch doch alle einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Macht's gut, bis bald, Freunde, und ciao.